Herzlich willkommen hier auf der Arsch. Wir werden jetzt sehen, dass man Feld 54 mit der Ernte beginnen. Hab lange genug gewartet. Und jetzt geht los. Nebenbei noch Stroh gepresst und immer noch Stroh abfahren. Aber der kann ja nebenbei mit Audrey fahren. Die Fahrzeuge sind bereit, die stehen und warten. Und ich starte jetzt mit dem Drescher. Ich muss ja irgendwie vorankommen. Dann wird hier ein Baum gepflanzt. Na gut, der wird nicht aufhalten. Was ist das für ein Feld? Ach so. So, klappt mal gleich ein. Dann machen wir den mal auf. X. Nu, 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 nu. Nicht drängeln, nicht drängeln, nicht drängeln. So, wir fahren mal rauf aufs Feld. Ne? Steigen wir aus. So, erntereif gedüngt, ja, so nur zu ein Drittel, ist schlecht. Erntemenge ungefähr 277.000 Liter und 282.000 Liter. Naja, Unkraut zumindest null und muss gepflügt werden. Das Wort höre ich gar nicht gerne. So, brechen wir mal ganz kurz den Kurs. Arbeitsmodus, Kursgenerierung, Befehl 54. Wir machen zwei Vorgewände. Dann beginnen auf Vorgewendebahn, das kann's. Nee, wir machen jetzt Feld rein. Nee, Vorgewendebahn. Weich. 13 Meter. Kursgenerierung. Uhrzeiger sind. Zurück. Und speichern. Ernte. Schauen wir klein, alles klein. Ernte, Feld 54. Ein Fahrzeug. 13,5 Meter. Speichern. Deswegen, weil wir garantiert länger brauchen werden als die drei Folgen jetzt und wahrscheinlich auch oder sehr wahrscheinlich für Stroh einstellen. So, der ist noch eingestellt und den werden wir gleich mal einstellen für Abfahren. Und zwar, ja, wie der Raul Kurs geht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist auch noch ältere Version von Outdrive, wo es mal gemacht wurde. Da warten wir so. So, was wollen wir hier machen? Wir wollen hier Folgendes tun. Wir wollen eine Abfahrt einstellen. Ne? Und zwar Drescher. Drescher. Hof 54, Silo abladen. Genau. Einstellen. Blinkt nicht was durch, wenn man das jetzt macht. Und du bist gleich in grün. Ja, das müssen wir so machen. Drescher. Feld 54, Silopper. Über den Traktor. Ja, ja, ja. Anwenden. Macht dann nur das Gleiche. Den Sinn muss ich jetzt nicht verstehen. Weil im Grunde fahren die jetzt anderen genau im Wege, ne? Wo ist der andere hingefahren? Ausfahrt, ne? Fahren jetzt eine Runde zum Hof.
Würde mir nicht wundern. Aber es macht nichts. Das ist mir lieber, als wenn er jetzt anders fahren würde. Oder er fährt jetzt vorne wieder ran. Wie auch immer. Ja, eher. Mal ein bisschen gucken. Gut. Wird schon passen, ne? Ja, Ballenpressen ist fertig und Schwatten auch, denke ich mal. Wenn da jetzt ein Baum im Wege steht, werde ich gleich entfernen. Ne, steht nicht im Wege. So. Gut. Beziehungsweise nicht gut, wenn wir weitersehen, ne? So, das sind zwei, sind fertig. Entlassen. Freistellen heißt bei uns. Klingt nicht so negativ. Früher war Leasingfirma, im Winter. Wir stellen sie wieder frei. So, auf zum Hof. Aber Leasingfirma ist Geschichte, zum Glück. In der heutigen Zeit ist es besser, man ist nicht in Leasingfirma. Obwohl bei uns in der Firma so sagen muss, dass es im Großen und Ganzen human behandelt wird. Also das wird nicht so. So, und du auch fertig. Hof. Da fahren wir immer auf der Straße, ne? Da haben wir entlassen. Das hat schon mal einen Abschluss gesucht, verursacht. So, auf zum Hof. Ne? Hast du einen anderen Weg vor? Hier ist wurscht, kannst du da lang fahren. Was denn nun? Wenn wir übers Feld fahren wollen. Das geht nicht. Geht wieder aus. Muss ich nicht verstehen. Ohne Fahrer. Ein Geister. Ein Geister-LKW. So. Entlassen. Den lass ich mal gleich stehen, bevor da wieder was schief geht hier. Du fährst morgen nach Hause. Du darfst halt frei machen. Das ist Quatsch. Der muss fahren. So. Wer weiß, was er hatte. Keine Ahnung. Kein Bock oder sowas ähnliches. So, LKW. Und der ist auch fertig. Da kannst du hier bleiben. Und entlassen. Den schicke ich aus dem Hof.
und abfahre. Ach, das ist der Fehler gewesen. Kommt durcheinander mit dem mit Autoreifen Kursplay. So. Wieso geht da nicht weiter? War so früh da. Naja, gut. Ich dachte schon, er wollte nicht. Weil war bockig oder so, keine Ahnung. Die gute Geste. Der nächste Baustein für Bier. Nur noch mein Hopfen reif werden. Dann geht das. Klappert ja, ne? Was war eigentlich hier für ein Modus drin? Ja. Runde blicke hier noch nicht ganz durch. Nicht ganz durch. Hinterm Start. Standard. So, und den aus und den anderen mal. Der ist hinterm Start. Standard gewesen. Der muss der hinterm sein. Kompliziert. Und dann müsste er hier warten. So. Mehrere Ziele, ja. Okay, das passt. Ich würde ja auch mit zwei Drescher fahren, aber das habe ich Angst, dass die sich um den Haufen fahren. So. So, dann mal den mal bereit machen für Feld Nummer 54. Da fahren wir hin. Aber das dauert eine Weile, bis da der arbeiten kann. Dann brauchen wir auch nur eine Bahnpresse, weil wir im Prinzip nur ein Fahrzeug haben. Wir können aber in zwei arbeiten, theoretisch. Wir müssten nur einen in der Mitte anfangen und einen außen. Wenn wir mal selber gucken, wie ich da hinkomme. Ne, ach nicht, das ist Geschwindigkeit. Das
können wir uns nicht erlauben. 54. Runde, jetzt näher links. Wie gesagt, ich kenne mehr oder weniger die Standardkarten. Ich kam nie weiter voraus früher, also gerade wenn man irgendwann, wenn zu groß wurde, ja, die Lust verloren, ne? Also dann traten Probleme auf, so wie Absturz und sowas. Da habe ich oft eine neue Karte angefangen. Das mal ist anders, das mal wird durchgezogen. Bis zum bitteren Ende, bis zum LS22. Oder so ähnlich, ne? Wie er heißt, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Weiß wohl keiner. Das mal hier ein bisschen wegmachen. Das können wir auch wieder wegmachen. Ein Container schon da, einer bauen hier. Kommt da hin? Keine Ahnung. Also wir fahren auch richtig hier. Ach, von da. Wir müssen nur hier ganz rechts parken, ne? Auf der Wiese hier, auf dem Feldrand. So, steht er hier im Weg. So. Müssen wir mal gucken. Hier ist der Brach, ne? Da ist nichts drin. Drescher. Ah, Stroh. Da ist fertig, da ist fertig. Das können wir später wegfahren. Mal Stroh ein, wegfahren, ne? Wenn hier noch ein Gewitter aufkommt, hier haben wir Probleme hier. Das Stroh sich auflöst bei Regen. Dann meldet zwar erst im Winter an, ein bisschen Schnee oder so, oder Regen, keine Ahnung. Aber da stelle ich ja um auf 6 Tage auf jeden Fall. Wie gesagt, 6 Tage. Minimum. Aber 9, ich weiß nicht, 9 wird ein bisschen viel. Ich meine, hier haben wir viel Produktion zu tun, also von daher ist es vielleicht mit 9 Tagen auch nicht verkehrt. Aber die Winter sind so lang, ne? 9 Tage Winter ist immer verdammt lang. Na, da haben wir doch einen Abfahrer für, ne? Hoffe, das jetzt klappt. Wir haben ja so tun hier mit Stroh. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Sag mal tschüss und winke winke. Nochmal einen schönen Dank fürs Reinschauen und fürs Liken und Abonnieren. Ich habe ja 4 neue dazu gewonnen. Fragt mich nicht wer, keine Ahnung. Ist auch nicht so schlimm. Wenn sie mal kommentieren wollen, werden sie es tun. Und wenn nicht, ist auch okay. Dann mal tschüss. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.